wir haben jeden Tag mit schweren Verletzten zu tun, auch unabhängig von Corona. Der nächste Patient, den wir gleich transportieren werden, ist intubiert beatmet. Das heißt, okay. Der Patient liegt im künstlichen Koma. Hier am Bundeswehrkrankenhaus in Westerstede. Dieses Fahrzeug ist der Intensivtransportwagen, ist seit letztem Jahr hier dort am Standort angekommen, ist dieses Jahr aufgrund der Covid-19-Lage in Dienst gestellt worden und wird dementsprechend jetzt genutzt, um intensivpflichtige Patienten von einer Intensivstation per Sekundärtransport zu einer anderen Klinik zu fahren. Ich bin Dr. Matthias Grüne, Oberstarzt und der Kommandeur und ärztliche Direktor des Bundeswehrkrankenhauses in Westerstede. Und wir stehen hier vor dem Intensivtransportwagen des Bundeswehrkrankenhauses. Das ist ein Hochwertrettungsmittel, das gerade jetzt während der Pandemiezeit ganz dringend benötigt wird. Und wir sind, so wie alle im Augenblick, natürlich sehr damit befasst, uns noch auf die Pandemie vorzubereiten, aber eben auch schon Patienten zu behandeln. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr interessante Aufgabe und stellt uns auch vor neue Herausforderungen. Aber wir sind diesen auf jeden Fall gewappnet von der Bundeswehr ausgehend. Auch was das Material betrifft, da muss man sich keine Sorgen machen. Wir sind froh, dass wir dafür auch eingesetzt werden. Wir haben auch schon einen Transport durchgeführt, ich sage mal einen besonderen Transport. Am vorletzten Sonntag wurde ja eine der beiden aus Italien stammenden Patientinnen mit diesem Fahrzeug transportiert. Ich bin hier der Notarzt, bin Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin und bin als Notfallmediziner hier eingesetzt auf dem Fahrzeug. Und ich werde zusammen mit den beiden Notfallsanitätern und den Fachkrankenpflegern den Patienten transportieren. Wir haben andauernd schwerwiegende Einsätze. Wir sind hier überregionales Traumazentrum. Wir haben eine große Intensivstation, wir haben eine große Chest Pain Unit. Das heißt, wir behandeln schwere Herzinfarkte auf, wir behandeln schwere neurologische Schäden, wir behandeln hier Unfallopfer. Und wir haben jeden Tag mit schweren Verletzten zu tun, auch unabhängig von Corona. Alle Materialien sind soweit vollzählig. Die Geräte sind einsatzbereit, das heißt, wir können loslegen. Der nächste Patient, den wir gleich transportieren werden, ist intubiert beatmet. Das heißt, okay. Der Patient liegt im künstlichen Koma. Ich möchte dich bitten, einmal das Monitoring einmal vorzubereiten. EKG, invasive Blutdruckmessung, Sauerstoffsättigung, Kapnometrie. Okay. Ich werde hier die Medikamente aufziehen und dann übernehmen wir gleich den Patienten und dann geht's los. Ich bereite jetzt die Medikamente vor. Also der Patient liegt bereits im künstlichen Koma. Dieses künstliche Koma muss ja auch während des Transports aufrechterhalten werden. Und dazu nutzen wir Medikamente. Medikamente gegen Schmerz, Medikamente für den Schlaf und kreislaufunterstützende Medikamente, die wir auf einer Intensivstation schon dem Patienten verabreichen und auch hier während des Transports weiter verabreichen können und müssen auch. Bundeswehrkrankenhäuser existieren ja, um medizinisches Personal auszubilden, in Übung zu halten und dann für unsere Auslandseinsätze vorzuhalten. Und der Intensivtransportwagen ist insofern natürlich auch ein Ausbildungsmittel. Seit 2018 bin ich hier am Standort im Sanmat-Lagerkrüger. Ich bin der Leiter dieser Lagereinrichtung. In Nebenfunktionen bin ich der Standortälteste und der Kasernenkommandant. Ja, die werden jetzt halt systemisch erfasst und dann sind sie halt auch bestellbar für Medieeinheiten. Herstellungsdatum, Verfalldatum, Charge. Genau, richtig. Nee, so wollen wir es haben. Genau, passt alles. Unser Auftrag ist die zentrallogistische Versorgung mit Arzneimitteln und Medizinprodukten innerhalb der Bundeswehr. Unser Auftrag hat sich sehr kurzfristig gewandelt, insofern, dass wir viel Material aus der Industrie empfangen haben und an ihren Bestimmungsort zu verbringen hatten, sowohl militärisch als auch zivile Bestimmungsorte. Ich bin seit 2009 bei der Bundeswehr, habe über die Bundeswehr meinen Medizintechniker gemacht im Rahmen einer zivilen Aus- und Weiterbildung und bin seit 2013 im Sammatlager Kruger als Medizintechniker eingesetzt.
Zu den Aufgaben von einem Medizintechniker bei der Bundeswehr gehört zum einen die Wartung bzw. Instandsetzung der Medizingeräte, Medizinprodukte, genauso wie die Prüfung der sicherheitstechnischen Kontrolle oder auch messtechnischen Kontrollen an Medizingeräten. Hierfür als Beispiel auch eine Spritzenpumpe, die wir im Rahmen der Intensivpflege bereitstellen müssen. Wir haben dementsprechend auch eine dazugehörige Infusionspumpe. Da diese eingelagert sind, müssen wir vorab erstmal eine Funktionskontrolle durchführen. Vielen Dank für die prompte Abholung. Es war ja wirklich sehr kurzfristig anberaumt. Gute Fahrt. Bleibt gesund. Wir sind gerne auch weiter für Sie im Einsatz. Schauen Sie die nächste Folge und überzeugen Sie sich davon, wie gut hier ein Team für Sie zur Stelle ist.